mitten aus Berlin. Aus den Studios am Zoo. Das Berlin-Quiz mit Harald Piniatelli. Das Berlin-Quiz wieder mit Ihnen dabei. Herzlich willkommen. Das Berlin-Quiz. Vielen Dank für den sehr schönen Applaus. Danke sehr. Ja, ganz herzliches Danke an Sie und natürlich auch ein Danke an Sie zu Hause, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie immer sonntags, 20.15 Uhr, das Berlin-Quiz. Und auch heute begeben wir uns auf eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch diese Stadt. Und wir, das sind Sie zu Hause an dem Bildschirm, das ist das Publikum hier im Saal und das sind natürlich unsere Kandidaten. Und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Herzlich willkommen, Dieter Drewitz aus Steglitz. Aus Hellersdorf kommt Birgit Resch. Aus dem Prenzlauer Berg, Ecke Hartstein. Und aus Neukölln, Gisela Krüger. Herzlich willkommen. Sie haben sich entweder per Telefon, übers Internet oder auch per Post sicherlich an uns gewandt, sind hier Kandidaten geworden. Und jetzt kommt gleich eine Schätzfrage. Und diese Schätzfrage ist, wie gesagt, sage ich und betone es auch immer wieder in jeder Sendung, eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn die Schätzfrage entscheidet darüber, wer von den vier Kandidaten als allererstes mit mir zum Pult kommt und um die 10.000 Euro spielt. Ich stelle Ihnen jetzt die erste Schätzfrage. Wie viele Rentnerinnen und Pensionärinnen gab es im Jahr 2000 in Berlin? Die Zeit läuft jetzt. Die Zeit ist abgelaufen. Frau Krüger? Okay, jetzt ist alles in Ordnung. Dann drehen Sie bitte Ihre Monitore zu mir. 700.000, 850.000, 300.000 und 360.000. Damit liegt Frau Gisela Krüger mit 360.000 am nächsten an den 462.000 dran. waren es im Jahr 2000. Sie sind selbst Pensionärin oder Rentnerin? Rentnerin. Mhm. Und Sie kennen Berlin noch aus einer anderen Zeit. Wie war das früher? Nach dem Krieg. Als der Krieg zu Ende war. Ist eine schlechte Erinnerung. Was ist Ihnen da ganz präsent im Geist geblieben? Vor allen Dingen die Angst. Die Angst ums Überleben, der Hunger, die Kälte, frieren. Mussten Sie auch von einem Haus zum anderen, um irgendwo eine Unterkunft Keller, zu finden? Im Keller wohnen teilweise. Mhm. Also es ist keine Erinnerung. Keine schöne Erinnerung. Aber um jetzt zu einem schöneren Thema zu kommen. Richtig. Sie sind eine Frau, die sich mit dem Internet beschäftigt. Ja. Erzählen Sie mal darüber. Ja, man muss doch irgendwas für sein Hirn tun. Wer rastet, der rostet. Und so ist wohl mit unseren Hirnen auch so. Und Sie beziehen alle Informationen aus dem Internet oder nur ein paar? Also einen großen Teil. Zeitung lesen zum Beispiel nicht mehr. Ist nur ein Papierkram. Ist nur Papierkram. Ja, Sie lesen kann man Zeitung ja im Internet viel aktueller lesen. Demnach haben Sie sich sicherlich auch im Internet über das Berlin-Quiz informiert. Genau. Mhm. www.berlinquiz.tv, dort können Sie trainieren zu Hause. Und Sie haben sicherlich schon trainiert, ne? Ja. Und das Training, das wollen wir jetzt unter Beweis stellen. Mhm. Und darum erkläre ich Ihnen ganz schnell die Spielregeln und dann fangen wir gleich an zu spielen. Gut. Mhm. 10 Schritte zu den 10.000 Euro. Jede richtig beantwortete Frage bedeutet für Sie einen Schritt weiter nach oben in Richtung 10.000 Euro. Sollten Sie zwischendrin einmal nicht genau Bescheid wissen, können Sie Ihre Joker einsetzen, die Sie dann vorstellen. Und eins dürfen Sie nicht machen, Sie dürfen keine Frage falsch beantworten. Ja. Ich drücke Ihnen die Daumen und wir legen gleich los mit der ersten Station für Sie. Danke. Wir kommen an mit der S7. Im Eichkamp, im Mommsenstadion, spielte Tennis Borussia. Der Showmaster der gesuchten Sendung war lange Präsident von Tennis Borussia. Hier ist die Frage.
Frau Krüger, wie hieß die Erfolgssendung von Hans Rosenthal im ZDF? Hieß sie Ruckzuck, Halligalli, Hauruck oder Dalli Dalli? Dalli Dalli. Dalli Dalli. Das war Nummer 4, Dalli Dalli. Nummer 4, Dalli Dalli, nehme ich an. Von 1971 bis 1986 präsentierte Hans Rosenthal die Quizsendung Dalli Dalli. Dalli Dalli, ruckzuck geht's weiter, zweite Station. Ja. Mit der U9 zum Kurfürstendamm. Auf dem Gelände des neuen Kanzlerecks, der Viktoriabau, befindet sich eine Voliere. Ich möchte von Ihnen wissen, welchen Vogel brät sich der Berliner, wenn er sehr erstaunt ist? Eine Nachtigall, einen Storch, einen Aasgeier oder einen Laubenpieper? Nummer 2, den Storch. Können Sie das begründen oder vielleicht? Ja, man kennt das, den Spruch, da brat mir doch einer einen Storch. Dann nehme ich das an. Da oder nu, brat mir doch einer einen Storch. Ja. Vollkommen richtig, zweite Frage richtig. Beantwortet. Zweite Frage richtig beantwortet, dritte Station. Hier am Halleschen Tor in der Stresemannstraße steht das Willy-Brandt-Haus, Sitz der SPD. Ich möchte von Ihnen wissen, was ist das Markenzeichen von Ex-Bürgermeister Walter Momper? Rote Socken, ein roter Aktenkoffer, ein roter Schal oder eine rote Krawatte? Nummer 3, der rote Schal. Ganz easy, ganz normal, ja. Als würden Sie www. eintippen, so wie Sie es genau. Zu Hause machen, sagen Sie hier auch. Ja. Roter Schal, nehme ich an. Er hat sich irgendwie geändert, glaub nicht. Brauchen Sie auch nicht glauben, hat sich nicht geändert. Der rote Schal ist vollkommen richtig. Momper war von 89 bis 90 regierender Bürgermeister von West-Berlin und nach dem Mauerfall 91 der erste regierende Bürgermeister von ganz Berlin nach dem Mauerfall. Wir schauen jetzt auf Ihren Kontostand. Die 250-Euro-Frage richtig beantwortet. Das BVG-Top-Tour-Ticket für 2 Personen ist Ihnen damit sicher. Frau Krüger, weiter? Ja. Weiter, die nächste weiter. Station. Ja. Wir kommen an am Rathaus Neukölln, ganz Ihre Gegend, ne? Ja. Sie wohnen in Rudow, Bezirk, Verwaltungsbezirk Neukölln. Neukölln. Hier im Rathaus von Neukölln wurde 1912 der heutige Name des Bezirks beschlossen. Mhm. Jetzt meine Frage. Welchen Namen trug Neukölln bis 1912? Böhmisches Dorf, Rixdorf, Britz oder Rollberge? Das ist Rixdorf. Sie wollten schon antworten, bevor überhaupt die Antwortmöglichkeiten da waren. Ja, klar. Aber Sie schauen auf Ihren Monitor. Ja, ich schaue drauf. Ist die Nummer 2 Rixdorf. Die Nummer 2 Rixdorf, nehme ich an. Mit der Einwanderung der Böhmen 1737 existierte gleichberechtigt neben Deutsch Rixdorf Böhmisch Rixdorf, auch Böhmisches Dorf genannt. Ja. Wollte ich aber nicht von Ihnen wissen. Ich wollte Rixdorf hören und das ist vollkommen richtig. Die Keimzelle Neuköllns liegt rund um den Richardplatz. Daher kommt auch der Name abgeleitet Rixdorf. Ja. Vierte Frage richtig beantwortet. Noch einen schnellen Blick auf das Konto. Die BVG-Clubreise, die ist Ihnen jetzt sicher. Die BVG-Clubreise, da können Sie zur BVG selbst hingehen, sich eine Tour mit einem Luxusreisebus aussuchen, wohin die Reise auch geht, das können Sie dann entscheiden. Sure. Die ist Ihnen schon mal sicher, wir machen aber weiter. Die 5. Station. Ja. Mit der U2 zum Potsdamer Platz. Das Berliner Abgeordnetenhaus braucht keine Hammel springen lassen. Meine Frage? Frau Krüger, was versteht man unter einem Hammelsprung? Ein Eintopfgericht, ein Abstimmungsverfahren, eine Sportart oder ein Kleidungsstück? Das ist Nummer 2, ein Abstimmungsverfahren.
Warum sind Sie sich da so sicher? Aus Medien. Also. Könnten Sie das beschreiben, was man darunter vielleicht versteht? Nein, nein. Es ist ein kompliziertes Abstimmungsverfahren. Aber wie genau, kann ich nicht erklären. Es wäre bestimmt verkehrt. Aber Sie sind sich sicher mit dem Abstimmungsverfahren? Ja, würde ich sagen. Dann nehme ich das an. Die fünfte Frage nehme ich an. Ihre Antwort: Abstimmungsverfahren. Dieser Hammelsprung ist kein Kleidungsstück, keine Sportart, auch kein Eintopfgericht. Ja. Es ist ein Abstimmungsverfahren, vollkommen richtig entschieden. Und bei diesem Hammelsprung geht es um die Feststellung von Abstimmungsverhältnissen. Ganz klar. Sie haben Verhältnis zueinander. Genau. Mhm. Danke. Jetzt schauen wir auf Ihren Kontostand. Die 1.000-Euro-Frage ist richtig beantwortet. 250 Euro sind Ihnen damit sicher. Und Sie sehen ganz locker und ruhig aus. Und Ihnen kann niemand was anhaben. Keine Frage kann Ihnen zu schwer sein. Mal gucken, was bei der sechsten Station jetzt passiert. Mit der S3 zum Tiergarten. Und der Tiergarten wurde 1919 zum Schauplatz eines grauenvollen Mordes. Wo findet jährlich im Januar die Gedenkfeier für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt? In Friedrichsfelde? Im Tiergarten? In Mitte oder in Moabit? Tja, da bin ich mir nicht sicher, ob es nun Tiergarten auch ist, wenn da der Mord passiert ist. Frag lieber meine Joker. Die Joker einsetzen? Ja, ich weiß es nicht. Für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Haben Sie die Gedenkfeier vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, miterlebt? Ja, aber ich dachte mir, die wäre in Friedrichsfelde vielleicht doch gewesen. Und da bin ich mir irgendwie so sicher. Sie schwanken? Ja. Möchten auch nicht auf Ihr Glück jetzt gerade. Oder ich sag's, zocke mal. Sag Nummer zwei, Tiergarten. Wie Sie gerne möchten. Ich möchte Sie nicht überreden. Nicht, dass Sie mir das Ding dann anhängen. Jetzt hänge ich. Sehen Sie, hätten Sie nicht so früh gesagt. Sitzt so locker hier. Nimm doch Nummer eins, Friedrichsfelde. Friedrichsfelde? Ja. Letztes Wort? Ja. Ja. Ente, Trente. Entweder oder. Wir sind bei der sechsten Frage. Ja, gleich dabei. Wenn Sie die falsch beantworten, Ihre Joker nicht eingesetzt haben, dann sind Sie raus. Das wissen Sie auch. Ja. Ja? Nichts ist unangenehmer, als Joker nicht eingesetzt zu haben. Mhm. Also jetzt haben Sie mich überredet. Ich will Sie nicht jetzt überreden. Jetzt nehme ich doch meine Joker. Aber weil Sie sich so absolut unsicher sind und weil Sie ja noch einen Trumpf in der Hand haben. Wäre auch dumm. Ne? Also es könnte Ihnen weiterhelfen, weiterzukommen. Sie könnten auch sagen, Mensch, wäre ich dabei geblieben. Die Joker sagen das Gleiche, die Antwort war richtig. Also, nehme ich mal meine Joker. Wäre dumm. Stellen Sie sie uns vor? Ja. Da ist der Günther Seelig mit seiner Frau Helma Seelig. Sind meine Skatbruder und Schwester. Aha. Und da ist der Markus, das ist der Schwiegersohn einer guten Bekannten, die mir für heute ausgeliehen hat. Herzlich willkommen beim Berlin-Quiz. Frau Schröder, Sie spielen also auf Skat? Ja. Ja? Mhm. Können Sie mir nachher beibringen? Ja. Das ist bis heute nicht gelernt. Ich nehme Sie beim Wort. Was sagen denn jetzt die Joker? Wofür entscheiden Sie sich? Tja, wir haben uns entschieden. Es ist natürlich Friedrichsfelde. Es ist natürlich Friedrichsfelde. Dann schließe ich mich euch an. Frau Krüger, Entscheidung getroffen, ja. Friedrichsfelde. Eins Friedrichsfelde. Dann nehme ich eins Friedrichsfelde an. Mhm. Es war natürlich Friedrichsfelde. Natürlich, ja. Ich wusste Was heißt hier, es war natürlich Friedrichsfelde? Ich wollte jetzt eigentlich noch weitermachen, so von wegen, wie kommen Sie so sicher darauf, dass es natürlich Friedrichsfelde war, aber Sie haben damit meine Antwortmöglichkeit schon abgenommen. Ja. Es ist Friedrichsfelde, damit liegen Sie richtig, die Joker richtig eingesetzt. Und ja, auf dem Friedhof Friedrichsfelde wurden im Januar 1919 Liebknecht, im Mai 1919 Rosa Luxemburg begraben.
sind sie beide noch einmal im Bild zu sehen. Klar. Ja, Friedrichsfelde. Ja, ja. Vollkommen richtig. Richtig. Wir schauen auf Ihren Kontostand. 2000 Euro Frage richtig beantwortet, 500 Euro nehmen Sie schon mal ganz sicher mit nach Hause. Und wir brauchen die siebte Station. Ja. Unter den Linden sind wir jetzt. Und unter den Linden war 1948 der Schauplatz für den Nachkriegsfilm Berliner Ballade. Welcher Schauspieler spielte 1948 den Otto-Normalverbraucher im Film Berliner Ballade? Sie nicken, aber Sie lassen mich noch vorlesen? Ja. Gerd Fröbe. Gerd Fröbe war's. Das konnte ich wieder nicht vorlesen. Also ich lese trotzdem mal vor. Ja. Heinz Rühmann, Freddy Quinn, Gerd Fröbe, das sagten Sie gerade, und Günther Pfitzmann. Demnach erledigt sich meine Frage nach dem, möchten Sie Gerd Fröbe wählen? Doch. Ich nehme es einfach an. Bleibe dabei. Und Nummer drei. Sie nehmen Gerd Fröbe. Mhm. Gerd Fröbe nehme ich auch an. Entschuldigung. Mensch, Heinz Rühmann, die Feuerzangenbowle, die drei von der Tankstelle. Nicht Otto Normalverbraucher? Nee. Nein, war er nicht. Freddy Quinn wäre ein bisschen zu jung gewesen. Und Günther Pfitzmann hat damit auch nichts zu tun. Es war natürlich Gerd Fröbe. Die Berliner Ballade entstand 1948 und wir haben Gerd Fröbe jetzt in der Berliner Ballade und kaum jemand wird ihn wiedererkennen. Ja. Otto Normalverbraucher. Ich fühle mich wie neugeboren. Es ist sehr schwer auf dieser Welt, dass man sein Gleichgewicht behält und nicht gleich auf die Nase fällt. Glück muss man haben. Doch fällt schon mal ein kleiner Mann, dann kommt es wieder darauf an, dass er sich auch erheben kann. Hab ein altes Luftschutzvest, darin träume sie so sehr. Brigitte Mira. Ja. In einer ihrer ersten Rollen. Ah ja. Gesangsrollen noch dazu. Mhm. Wissen Sie, woher diese Geschichte mit dem Normalverbraucher kam? Ja, ich glaube, es hing was mit den damaligen Lebensmittelkarten zusammen. Richtig. Das war der Normalverbraucher und dann gab es den Schwerverdiener oder Schwerarbeiter. Schwerstarbeiter war die Steigerung. Genau, und dann gab es noch extra Lebensmittelkarten für schwangere Frauen. Ja. Mhm. Und Otto Normalverbraucher, da kommt es her. Wunderbar hergeleitet, die siebte Frage richtig beantwortet. Ja. Hatten Sie Lebensmittelkarten? Ja, meine Mutter. Ich war ja noch Kind da, aber die Mutter eben für uns. Ja, ja. Für Sie. Wir hatten. Ja, ja. Mhm. Gut, dann machen wir weiter mit der achten Station. Das Olympiastadion. Hier befindet sich in der Nähe die Geschäftsstelle von Hertha BSC. Sie sind auch noch Fußballfan, gehe ich mal davon aus, weil Sie schnell und sicher ganz nach oben gehen. Hier meine Frage. Wie oft wurde Hertha BSC deutscher Fußballmeister? Noch nie? 10-mal? 5-mal? Oder 2-mal? Also da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich kann nur tippen und tippe auf 4-2-mal. Können nur tippen? Ja. Warum 2-mal? Also 10-mal traue ich Ihnen nicht zu. Verzeihung. Und noch nie, glaube ich nicht. Dann gibt es ja noch die goldene Mitte. Ja. Nee, ich bleibe bei 4-2-mal. 2-mal? Ja. Sind Sie Hertha-Fan? Gar nicht? Fußball gar nicht? Nur so, was so in den Schlagzeilen steht? Richtig. Und Sie bleiben bei 4? Ja. Dann nehme ich 4 an. 2-mal. Noch nie können wir jetzt ausschließen. Ja. 5-mal schließe ich auch aus. Mhm. Aber Hertha ist eine klasse Mannschaft. Ja? Ja. Waren die 10-mal? Echt klasse Mannschaft. Ja. 10-mal wäre Ihr Traum. Ach. 2-mal ist richtig. Mhm. 1930. Das eine Mal 1930 und das andere Mal 1931. 1930 gegen Holstein Kiel, 5-4, in Düsseldorf gespielt. Und 1931 gegen den TSV 1860 München, 3-2 in Köln.
Achte Frage richtig beantwortet. Die beste Zeit, um Ihren Kontostand zu prüfen. Die 4.000-Euro-Frage haben Sie richtig beantwortet. 2.000 Euro sind Ihnen schon mal sicher. Schön. 2.000 Euro. Schön. Eine ganze Menge Geld, oder? Ja. Die noch zwei Fragen und dann sind Sie bei den 10.000 Euro. Ja. Ja. Warten wir mal ab. Wir warten ab, wir spielen weiter, fahren weiter. Ja. Die 9. Station. Angekommen am Schloss Bellevue. Hier ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Mhm. Und hier meine 9. Frage. Warum weilte Bundespräsident Heinrich Lübke am 24.09.1961 in Berlin? Weil hier zur Präsidentenwahl, zur Mauerbesichtigung, zum Umzug Bonn-Berlin oder zur Eröffnung der Deutschen Oper? 24.09.1961. Warum weilte Bundespräsident Heinrich Lübke an diesem Tag in Berlin? Wissen tue ich nicht. Können Sie etwas ausschließen? Jetzt ganz ausschließen, weiterhin so ruhig bleiben Umzug und die Ruhe bewahren. Umzug Bonn-Berlin? Den schließen Sie aus. Die Präsidentenwahl schließe ich auch aus. Warum? Weil die meiner Meinung nach immer in Bonn stattfand, zur damaligen Zeit. Weil Bonn Hauptstadt war. Präsidentenwahl. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie in Berlin stattgefunden haben sollte. Mhm. Und Mauerbesichtigung könnte hinkommen oder die Eröffnung der Deutschen Oper. Und ich tendiere aber mehr zur Eröffnung der Deutschen Oper. Sind Sie ein Opernfan? Na, Fan nicht, aber Besucher. Sie gehen interessieren ab und zu. Mich für Kultur. Mhm. Ja. Waren auch schon in der Deutschen Oper? Ja. Und die Eröffnung der Deutschen Oper können Sie in diese Zeit, genau, können Sie in diese Zeit auch einordnen? In etwa, ja. Sie entscheiden sich für die 4. Ja, mach mal. Definitiv letzte Antwort. Ja. Dann nehme ich das an. Er besichtigte vielleicht auch die Berliner Mauer an diesem Tag. Sicher wird er die besichtigt haben bei der Gelegenheit. Aber das war nicht der Grund. Sondern? Der Umzug Bonn-Berlin, den haben Sie ausgeschlossen, ganz, ganz wunderbar, klar. Mhm. Der fand zu einem anderen Datum statt. Der Bundespräsident wurde auch zu diesen Zeiten in Berlin gewählt. Ja, dann haben Sie Pech gehabt. Nö, Sie haben Glück gehabt. Ach. Denn deshalb war er nicht da. Es war die Eröffnung der Deutschen Oper. Ich denke, die Damen und Herren hinter den Kulissen machen schon mal den Koffer bereit. Die 9. Frage haben Sie wunderbar aufgelöst. An diesem Tag fand unter Teilnahme von Willy Brandt, dem regierenden Bürgermeister damals, und Heinrich Lübke die feierliche Eröffnung der Deutschen Oper statt. Schön. Vollkommen richtig beantwortet. Ihr Spielstand, 5.000 Euro Frage beantwortet, 3.000 Euro nehmen Sie so oder so mit nach Hause. Oh. Und jetzt sind Sie noch eine Frage von den 10.000 Euro entfernt. Guten Mutes. Ja, noch ja. Ja? Tut ja nicht weh. Ich glaube, ich hatte noch nie eine so gelassen dasitzende Kandidatin vor mir. War? In der ganzen Zeit. Wir fahren los zur 10. Station. Oranienburger Tor in Mitte. Hier steht die neue Synagoge. Mhm. SA-Horden wollten in der Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht am 9. November 1938 diese Synagoge abbrennen, niederbrennen. Mhm. Meine Frage, die 10. Frage. Welcher Polizist verhinderte in der Reichspogromnacht die völlige Zerstörung der neuen Synagoge? Und jetzt lese ich sie Ihnen wirklich ganz sachte und sanft vor, die Namen. Auch wenn Sie schon wissend nicken. Wilhelm Krützfeld, Graf Heldorf, Klaus Hübner oder Wilhelm Leuschner? Welcher Polizist verhinderte in der Reichspogromnacht die völlige Zerstörung der neuen Synagoge? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und da ich den Leuschnerdamm kenne, ich nehme mal Nummer 4.
bin im Leuschner. Was anders verbinden Sie mit dem Namen Leuschner? Eigentlich nur dass es eine Straße in Berlin gibt. Ja, ansonsten nicht. Klaus Hübner. Von den anderen haben Sie noch nie was gehört? Also, nein, glaub nicht. Möchten noch mal drüber fliegen. Also die Zeit, finde ich, darf ich Ihnen und muss ich Ihnen geben. Ja, damit ja aber nicht es wird nicht klarer hier oben, weil ich die Namen sagen mir nichts. Nichts? Nein. Noch einmal in sich gegangen, noch einmal drauf geschaut. Und Sie bleiben bei 4. Ja. Mach ich mal. Ja. Geben Sie mir das Zeichen. Annehmen? Ja, bitte. Ich nehme es an. Sie haben sich für 4 entschieden. Ja. Wilhelm Leuschner. Es ging um einen Polizeioberleutnant, der die Feuerwehr alarmierte und damit einen Großteil der Synagoge rettete. Und dieser Polizeioberleutnant hieß... Ah, das fällt mir so schwer. Nicht Wilhelm Leuschner. Na. Es war Wilhelm Krützfeld. Schön, aber kannte ihn nicht. Wilhelm Krützfeld, der Polizeioberleutnant, alarmierte die Feuerwehr und hinderte die SA an der restlosen Instand in Brandsetzung. Der erste traurige Höhepunkt des Antisemitismus, die Pogromnacht vom 8. November 1938. SA-Leute stecken die neue Synagoge in Brand. Wilhelm Krützfeld stellt sich der SA in den Weg, die Synagoge abfackeln will. Er alarmiert die Feuerwehr. Ihm verdankt die Stadt, dass die Synagoge nicht völlig abbrannte. Frau Krüger, kurz davor, aber trotzdem, mit so einem Batzen Geld, wir schauen auf Ihren Kontostand, 3.000 Euro. Noch vor einem Jahr hätte es gehießen 6.000 Mark, oder? Ganz tolle Kandidatin. Das hat mich gefreut. Haben Sie irgendeine Idee, was Sie damit machen schon? Ja, weil ich erstmal die Hochhaus im Rücken einladen. Sehr gut. Viel Spaß. Die Joker von Frau Krüger können sich freuen. Sie sagte mir eben, dass sie die Joker zum Essen erstmal einlädt. Ganz in Ruhe mit 3.000 Euro in der Tasche. Wir kommen jetzt zu unserer Kandidaten-Hotline. Denn wenn Sie es auch probieren möchten, sich mit mir hier an den Stuhl zu setzen, ans Pult, um 10.000 Euro zu gewinnen, dann rufen Sie uns einfach an unter 0185 640 640. Unter dieser Nummer können Sie sich bewerben. Und wenn Sie vorher, wie Frau Krüger das auch schon gemacht hat, im Internet probieren möchten und testen wollen, um Ihr Wissen, wie es um Ihr Wissen steht im Berlin-Quiz, dann klicken Sie sich ein unter www.berlinquiz.tv. Das sind die Eckdaten. Jetzt kommt die nächste Schätzfrage für den neuen oder die neue Kandidatin. Hier ist sie. Wie viele Ofen- und Herdsetzerbetriebe gab es im zweiten Quartal 2001 in Berlin? Die Zeit läuft jetzt. Noch ist Zeit da. Aber Sie haben sich schnell entschieden, alle drei. Wenn Sie jetzt Ihre Monitore zu mir drehen, kann ich entscheiden, wer mit mir... Wir haben ja nun fast alle Zentralheizung und es waren 2. Und damit liegt Herr Eckhard Stein ganz nah, möchte ich nicht sagen, aber doch geratenerweise dran. Hallo, bitte sehr. Herr Stein, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ganz nah lagen Sie nicht dran, aber am nächsten, sagen wir es mal so, formulieren wir es so. Sie haben mit Heizungstechnik und Öfen gar nichts zu tun am Hut. Was ist Ihre Aufgabe? Na, ich studiere gerade wieder. Ich mache einen Aufbaustudiengang. Ich habe vorher Gartenbauwissenschaften studiert an der Humboldt-Universität und habe das abgeschlossen. Und jetzt mache ich Aufbaustudiengang Wirtschaftsingenieur. Gäbe es einen Platz in Berlin, wo Sie sagen, der müsste völlig begrünt werden oder völlig anders gestaltet werden? Ganz viele von. Welcher fällt Ihnen am ersten ein? Na, ich wohne am Mauerpark. Also das ist zwar ein Park, aber davon müsste es einfach viel mehr geben. Da gibt es auch nebenan noch eine Fläche, die soll seit Jahren auch zum Park umgestaltet werden. Da fehlt das Geld vom Land und das ist eine Katastrophe. Also für Grünflächen wird einfach viel zu wenig gemacht hier. Also obwohl man ja von Berlin als der grünen Stadt spricht. Ja, das liegt aber am Wald. Es gibt unheimlich viel Forst, aber es gibt wenig Parkflächen. Ah. Und Sie wollten schon als Kind immer nach Berlin? Ja, das stimmt. Sie sind ja kein geborener Berliner. Warum?
Ich weiß auch nicht. Also Berlin war für mich immer, da wollte ich hin. Ich komme halt aus Hessen, aus einem kleinen Dorf, beziehungsweise aus Marburg dann. Mit 15 bin ich nach Marburg direkt gezogen. Und weiß nicht, ich hatte immer Bock auf Metropole. Also haben Sie schon einiges Berlin-Wissen sich angesammelt? Naja, ich weiß nicht, ich fahre halt Taxi in Berlin. Und, Sie selber fahren Taxi? Ja, um mein Studium zu finanzieren. Ich muss das selber finanzieren. Na, dann bin ich mal gespannt, ob Sie die ganzen Straßen und Plätze, die ich Ihnen jetzt nenne, im Laufe dieses Spiels erkennen und ob Sie dann was damit verbinden können. Ja. Wir legen nämlich gleich los. Wir fahren zur ersten Station für Sie. Am Alexanderplatz steigen wir aus. Da brauche ich Sie nicht fragen, ob Sie den kennen. Von hier fährt man mit dem 100er-Bus unter den Linden entlang und kommt zum Brandenburger Tor. Ich möchte von Ihnen wissen, von Osten kommend beginnt gleich hinter dem Brandenburger Tor der schöne Biergarten, Kindergarten, Tiergarten, Lustgarten. Naja, das ist der Tiergarten. Das ist der Park, der da ist, und das weiß ich gerade noch. Naja, dann nehme ich das an. Und sag Ihnen auch gleich, das ist vollkommen richtig. Klar, der Tiergarten. Weiter, zweite Station. In der Prinzenstraße hat die in der folgenden Frage gesuchte Firma oder das gesuchte Unternehmen eine Filiale. Was betreiben Robben und Wienches? Einen Weinimport, eine Autovermietung, einen Pelzhandel oder ein Fischrestaurant? Da ich da tatsächlich auch schon mal Kunde war, weiß ich, dass das Nummer 2 Autovermietung. Autovermietung, ja. Nehme ich an. Pelzhandel ist ja eine sehr böse Antwortmöglichkeit. Die Autovermietung, vollkommen richtig. Wer in Berlin umzieht, weiß, die Robbe im Logo und ganz günstige Preise. Die dritte Station. Am Zoologischen Garten angekommen mit der U9 und auf der Gedächtniskirche beginnt die filmische Reise zweier Engel durch Berlin. Meine Frage? Wer verewigte den Himmel über Berlin in einem Filmmärchen? Konrad Wolf, Fassbinder, Helmut Dietl oder Wim Wenders? Wim Wenders, Nummer 4 ist richtig, das weiß ich. Nehme ich mich auch mal zurück. Wim Wenders, letzte Antwort auf Frage 3? Ja, Nummer 4 ist richtig. Nehme ich an. Richtig, Wim Wenders. Rainer Werner Fassbinder, klar, die Ehe der Maria Braun, Angst, Essen, Seele auf mit Brigitte Mira. Und Wim Wenders, vollkommen richtig, der Himmel über Berlin. Die dritte Frage richtig beantwortet, Zeit für den Kontostand, mal drauf zu schauen. Auch bei Ihnen die 250-Euro-Frage richtig beantwortet und das BVG-Top-Tour-Ticket für 2 Personen ist Ihnen hiermit sicher. Und wir machen weiter, die 4. Station. Die Oranienburger Straße in Mitte, zwischen Spree und Kupfergraben, liegt die Museumsinsel. Ist Ihnen Begriff, klar. Meine Frage? In welchem Berliner Museum steht die Büste der Königin Nofretete? Im Postmuseum, im Ägyptischen Museum, im Pergamonmuseum oder in der Skulpturensammlung? Also das Postmuseum schließe ich aus. Die stand eigentlich immer im Ägyptischen Museum. Jetzt weiß ich nicht, da wird ja dauernd umstrukturiert, ob das inzwischen umgezogen ist, aber ich glaube nicht. Das ist zwar verwirrend, weil ich jetzt da an der Museumsinsel, weil sie das so eingeleitet haben, das Ägyptische Museum ist da ja eigentlich nicht. Das war ja immer am Schloss Charlottenburg. Ach nee, Quatsch, Dahlem? Also ich tendiere zum Ägyptischen Museum. Ja, 2, Ägyptisches Museum. Sie haben auch noch Ihre Joker, wenn Sie... Ich weise Sie nur darauf hin, weil... Also ich denke, die Frage wäre für diese Position zu schwierig, wenn es umgezogen wäre. Und es
war, wie gesagt, vor 10 Jahren auf jeden Fall noch im Ägyptischen Museum, deswegen bleibe ich dabei. Dann nehme ich das an. Das haben Sie in Ihrer Herleitung schon ganz klar und deutlich gesagt, dass es die Skulpturensammlung, die auf der Museumsinsel beherbergt sein wird, dass es dahin soll. Aber die andere Herleitung war auch ganz klasse. Sie haben vollkommen recht, das Ägyptische Museum, dort steht es. Doch, soll verlegt werden. Die Sammlung des Ägyptischen Museums soll verlegt werden, von daher gut hergeleitet, das heißt immer noch richtige Ägyptisches Antwort. Museum, ja. Bin ich es froh, ist immer noch da, am Schorschalotten. Die Nofretete. Der Name bedeutet, die Schöne ist gekommen und sie ist wahrlich atemberaubend schön. Die Gemahlin des ägyptischen Königs Echnaton. Ihre Büste wurde bei deutschen Ausgrabungen in Amarna entdeckt. Um 1300 vor Christus ist sie entstanden. Die Nofretete, eine Schenkung des Archäologie-Mäzens James Simon. Informationen zur Nofretete, Informationen zu ihrem Kontostand. 500 Euro Frage richtig beantwortet. Die BVG-Clubreise ist schon mal in der Tasche. Weiter geht's zur 5. Frage. In Hönow angekommen, da kann man von einem Bundesland ins andere spazieren. Ich möchte von Ihnen wissen. Wer verhinderte 1996 die Länderfusion Berlin-Brandenburg? Waren es die Bürger? War es Eberhard Diepgen, Manfred Stolpe oder Gregor Gysi? Das waren die Bürger, und zwar die Bürger des Landes Brandenburg. Die Berliner haben dafür gestimmt, die Brandenburger dagegen. Also Nummer 1 die Bürger. Das war ein Volksentscheid. Rufen Sie ab, brauchen keine Joker. Ganz sicher, ja. Ganz sicher nehme ich an. Manfred Stolpe, Ministerpräsident von Brandenburg, ehemaliger regierender Bürgermeister Diepgen, und Ihre Antwort war absolut richtig, die Bürger Brandenburg. Knapp 63% der Bürger Brandenburgs lehnten die Fusion ab. Die 5. Frage richtig. Wir brauchen eine 6. Station. Bülowstraße am Cottbuser Tor in Kreuzberg. Und dort hört man und sieht man auch auf manchen Häuserwänden die eine oder andere türkische Vokabel. Hier ist meine Frage. Was heißt guten Tag auf Türkisch? Gülle Gülle? Salam Aleikum? Sie lachen alle. Sitzen Sie mal hier. Merhaba oder Günyaden? Uiuiui, Güle Güle glaube ich nicht. Das heißt zwar irgendwas auf Türkisch, aber nicht guten Tag. Was? Wenn Sie meinen, dass es nicht guten Tag heißt? Also, ich weiß nicht. Güle Güle. Salam Aleikum heißt irgendwas, Friede sei mit dir. Also nicht wirklich guten Tag, wobei man das auch zur Begrüßung sagt. Aber es ist auch nicht türkisch, glaube ich. Günaydın hört sich so ein bisschen an wie guten Tag. Merhaba weiß ich, das sagt man zur Begrüßung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Hallo heißt oder ob das guten Tag heißt. Haben Sie unter Ihren Jokern vielleicht jemand, der türkisch kann oder vielleicht aus der Türkei ist? Nee, also da glaube ich nicht wirklich. Also ich würde zu Merhaba tendieren. Wie gesagt, das heißt eigentlich Hallo. Oh. Lesen Sie noch mal vor. Gülle Gülle, Salam Aleikum, Merhaba oder Günyaden. Und ich bitte meine Aussprache zu entschuldigen beim gesamten türkischen Publikum, das wir haben. Merhaba. Ja, ich glaube, das wäre zu gemein, wenn Sie jetzt Merhaba, was ja auch so eine Begrüßung ist, wenn das nicht die richtige Antwort wäre. Weil guten Tag ist ja auch eine Begrüßung wie Hallo. So, wenn es Ihnen präsent ist. Also Merhaba ist mir auf jeden Fall bekannt. Ich war auch schon 2 Mal in der Türkei und ich weiß, das sagt man zur Begrüßung. Und ich sage jetzt einfach Merhaba. Wie gesagt, was heißt guten Tag auf Türkisch? Guten Tag.
Sie können auch Ihre Joker noch einsetzen. Ich mache Sie nochmal darauf aufmerksam und wenn Sie es dann nicht wollen, dann nehme ich das an. Ja, ich bleib bei 3, Merhaba. Merhaba. Ich nehm's an. Gülle Gülle hätte ich jetzt so übersetzt, so was guckst du? Aber stimmt nicht. Auf Wiedersehen heißt Gülle Gülle. Warum hören Sie nicht auf mich? Was? Ich habe Sie vorhin auf Ihre Joker angesprochen. Ich habe Sie eben auf Ihre Joker angesprochen. Denn wenn Sie auf mich gehört hätten, dann hätten Sie sie jetzt verbraten. Noch haben Sie sie gut, denn Merhaba ist richtig. Yep. Und Sie haben sogar die Aussprache vollkommen richtig gebracht, denn die Betonung liegt auf der ersten Silbe und es ist ein gerolltes R, das, was mir absolut fehlt. Guten Tag, Merhaba. Richtig beantwortet, die 6. Frage. Wir kommen jetzt zur 7. Station. In der Salzburger Straße am Bayerischen Platz befindet sich die Senatsverwaltung für Justiz. Meine Frage: Wie heißt die Berliner Senatorin für Justiz? Monika Beethoven, Karin Schubert, Dr. Karin Bach oder Heike Heiden? Also Monika Beethoven schließe ich aus, Heike Heiden auch. Dr. Karin Bach habe ich auch noch nie gehört, das ist Nummer 2, Karin Schubert von der SPD. Frau Karin Schubert von der SPD. Ja, die heißt ja nicht Bach, die heißt Schubert. Das sind ja alles Komponistennamen und deswegen, ich weiß, dass die von der SPD gestellt wird und Karin ist auch auf jeden Fall richtig Schubert. Doch, die müsste Karin Schubert, die kam, glaube ich, aus Sachsen-Anhalt, wurde die, importiert quasi zur Senatswahl. Die war da Justizministerin. Schubert oder Bach? Na? Bach. Nee, ist schon Schubert. Soll ich es annehmen? Ja, 2. Nehme ich an. Ich habe Sie extra nicht auf Ihre Joker hingewiesen, weil springt ja bei Ihnen nicht. Weil es eh stimmt, sagt er noch dazu. Und ich kann dazu nur sagen, es stimmt eh. Karin Schubert von der SPD. Es war Karin Schubert und wir sind auch am Ende dieser Sendung. Ja, die Zeit ist rum, das geht so fix. Aber wir schauen auf Ihren Kontostand, zumindest am Ende der Sendung. Noch einmal die 3.000-Euro-Frage richtig beantwortet. Der Air Berlin-Flug für 2 Personen, der ist Ihnen schon mal sicher im Moment. Aber Sie spielen ja in der nächsten Sendung weiter. Darauf freue ich mich, denn Sie bringen auch noch Ihre Joker mit in die nächste Sendung. Und ich denke mal, wer weiß, vielleicht die 10.000 Euro dann mit nach Hause. Vielen Dank erst einmal hier an dieser Stelle. Ich danke Ihnen natürlich auch zu Hause. Und Sie sind sicherlich wieder dabei, wenn es nächsten Sonntag wieder heißt, um 20.15 Uhr, das Berlin-Quiz in SFB 1. Vielen Dank und bis bald. Toll gemacht.